Ich friere mich hier ein ab, Mann. Wer hatte eigentlich die bescheuerte Idee, bei der Kälte campen zu gehen? Stell dich nicht so an. Du machst das doch auch für Cedric. Weißt du noch an deinem Geburtstag, was wir da für dich durchgemacht haben? Konnte ja keiner wissen, dass genau in dem Moment der Zug kommt. Cedric! Hä? Halt mal kurz an. Wieso? Wir sind doch fast da. Wenn du mich schon bei der Kälte rauszwingst, fahren wir jetzt ein Rennen. Wirklich? Lieber nicht. Komm, mir ist so kalt. Wer es ist, bei dem großen Baum da vorne ist, der Verlierer muss mit Jody schlafen. Im selben Zelt, meinte ich. Oder verlierst du da absichtlich? Nein, ganz sicher nicht. Na dann. Hey, warte. Mann, geht's dir gut? Scheiße, mein Bein. Zeig mal. Was ist passiert? Kannst du aufstehen? Ich glaube, es geht schon. Meint ihr nicht, dass wir lieber umdrehen sollten, ne? Und dann kam dieser alte Knacker vorbei und hat damit gedroht, die Polizei zu holen. Und was habt ihr dann gemacht? Hallo! Alles Gute! Ja, stell dich doch nicht so an. Du bist jetzt ein Mann. Hier, damit es am Wochenende richtig abgehen kann. Danke. Aber ich hatte eher etwas anderes gedacht. Hey, die habe ich aus dem Geheimvorrat meines Dads geklaut. Was Besseres kriegst du nicht. Was haltet ihr von Camping? Was? Camping? Ohne mich. Was? Hast du etwa Angst davor, dass du deine lackierten Fingernägel dreckig kriegst? Hey! Da vorne! Hi Cedric, du hast heute Geburtstag. Alles Gute. Danke. Meine Mutter möchte wissen, ob deine Eltern dieses Wochenende zum Essen vorbeikommen. Keine Ahnung, ich kann sie mal fragen, denke ich. Okay, danke. Bis dann. Was war das? Keine Ahnung, was mit der los ist. Kira! Wir gehen am Wochenende campen. Kommst du mit? Was? Geht's noch? Alex. Alex. Hey, was? Gib mal die Flasche rüber. Und mach dein Handy weg. Warum denn? Teil der Konversation sein? Welche Konversation denn bitte? Hier sagt doch eh keiner was. Ja, dann fang du doch mal an. Ich soll was sagen. Also ich find's scheiße hier. Sorry, Cedric, aber das war bisher deine dümmste Idee. Hier, siehst du das? Und du brauchst nicht so tun, als würde dich das Ganze hier interessieren. Ach, mir sind deine Finger kalt, wenn du den ganzen Abend nur am Handy bist. Du warst doch vorher auch an deinem. Ey, bist du blöd? Das kannst du nicht einfach ins Feuer werfen. Das war eh schon alt. Kira hat übrigens auch den ganzen Tag noch nichts gesagt. Aber sie kennt euch auch noch nicht so lange. Und ihr habt euch auch nicht gerade bemüht, sie mit einzubinden. Ich glaube, du weißt ganz genau, warum. Ja und? Was habt ihr für ein Problem damit? Hey, komm wieder runter, okay? Nein, es ist nicht okay. Ihr versteht das einfach nicht. Nicht bei meinem Geburtstag könnt ihr das Thema vergessen. Ja, gut, ihr hattet keine Lust, hierher zu kommen. Aber wisst ihr was? Ich hatte den größten Spaß meines Lebens. Das war nicht cool, Mann. Wieso bin ich jetzt an allem schuld? Vielleicht, weil du so gute Laune verbreitest. Ach, ihr könnt mich mal alle.
machst du denn hier draußen? Bin ich müde und ich habe auch kein Zelt dabei. Oh, tut mir leid. Was tut dir leid? Ach, nichts. Du kannst in meinem Zelt schlafen, wenn du willst. Jody, wächst du nicht so schnell auf. Ich muss noch eine Runde laufen. Hi. Schläft Cedric noch? Er war nicht im Zelt. Ich dachte, er wäre bei euch. Cedric! 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 Wusstest du, dass er... Nein. Aber du warst die Letzte, die ihn gesehen hat gestern Abend, oder? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Okay, danke. Bis dann. Was war das? Keine Ahnung, was mit der los ist. Kira!